Hallo und herzlich willkommen zurück zu den drei Fragezeichen und der Fluch des Flaschenteufels. Wir sind jetzt auf dem Horseboot vom Rubbish George. Der Tee scheint eine noble Sorte zu sein. Offenbar erinnert er Rubbish, alias George Cooper, an seine Zeit als Angestellter einer englischen Bank in Ägypten. Wo er den wohl her hat? Gute Frage. Auf jeden Fall brauchen wir 12 von den guten Teebeutelchen. So, dann haben wir mal die Teebeutel alle zusammen. Dann gehen wir zu der Box hierher. Die Box ist leer. Die Fächer eignen sich prima für einen Transport. Noch ist sie leer, aber gleich ist sie voll. So, das ist der erste Streich. Und jetzt müssen wir das gute Porzellanservice finden. Tatsächlich. Ziemlich gutes Porzellan. Da werde ich Zeitungspapier brauchen, um es einzuschlagen. Jetzt haben wir die Untertassen und dann sind die Hefeln dran. Und wir brauchen Zeitungspapier, 9 Stück. Geht gleich alles in einem Aufwasch. So, die Tassen haben wir fertig. Jetzt brauchen wir noch die Untersetzer. Haben wir auch fertig. Jetzt brauchen wir noch das Zeitungspapier. So, nur noch Kopfkissen ist das letzte. So, schon schön eingewickelt. Und das legen wir jetzt zum Tee. In die Box. Rubbish muss damals wegen des Lärms in Eile gewesen sein. Da war an sorgfältiges Verpacken nicht zu denken. Tja, der hat es fluchtartig verlassen hier. So, wir haben fette Beute gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt auf zurück. Geht's, Shadow! Freut sich schon aufs Joggen. Zumindest der Hund. Nächste Nachricht. Hi Peter, du hast guten Grund, wegen eures Blackie eine große Welle zu machen. Dieser Typ hat sie doch nicht alle. Blöd nur, dass du dich deswegen rar machst. Jetzt, wo Kelly weg ist, könnten wir eine Menge Spaß haben. Ich lasse nicht locker, versprochen. Viel Glück bei der Suche, Jeff. Okay. Neue Bohlen für den alten Strandweg. Er war tatsächlich kaum zu erkennen. Wir haben dir das gute Teeservice gebracht. Hier habe ich dein gutes Teeservice und deine spezielle ägyptische Sorte. Wäre schön, wenn du mir im Gegenzug etwas zu meinem Handyfoto sagen könntest. Zunächst mal vielen Dank für deine Bemühungen. Sehr aufmerksam. Weiß ich zu schätzen. Wie sah dieser finstere Entführer noch gleich aus? Wir zeigen ihm natürlich nochmal das Foto. Kommt dir dieser Mann bekannt vor? Bei genauer Betrachtung und der Weglassung des Santa Monica Piers, ja, doch, dieser Mann hat meinen Weg gekreuzt. Affiger Typ. Lachte blöde, wenn er eine dieser Dublonen fand. Aber ob er nun einen Vogel dabei hatte und wohin es ihn zog? Es geht um Blackie. Wenn du genau hinhörst, merkst du, wie mein Geduldsfaden reißt. Für mich klingt das eher nach weiterem Geldsegen. Will sagen, Dublonen, Dublonen. Dafür brauchen wir jetzt das Einkaufskörper da. Vorhin erst gefunden. Kopfschutz und Sammelbecken in einem.
Ja, ich glaube, ich stelle mir das schmerzhaft vor, wenn die Dublonen das so von der Höhe runterknallen. Dann gehen wir weiter suchen. So, da liegen auch schon wieder etliche rum. Da haben wir mal drei Stück. Zwei, drei. Dann gehen wir wieder zu dem Müllhaufen. Da liegen auch drei. Die Mäuse lassen sich gar nicht blicken. Unglaublich. Ja, unglaublich. Gehen wir zum Plakat rechts. Da haben wir eine Dublone. Ah, und hier beim Grasbüschel ist eine zweite Dublone. Gut versteckt, gut getarnt. Und jetzt müssen wir wieder zum Leuchtturm vorlaufen. Nächste Nachricht. Da geht's ja ganz schön zu. Mein lieber Peter, du bist mit deinen Freunden wieder ganz in eurem Element, was? Ich habe eure Fahndung gleich weitergegeben. Leider stoße ich in meinem Umfeld auf taube Ohren oder blinde Augen. Lasst euch nicht unterkriegen, dein Opa. Ist ja schön, der hat das auch gleich weitergeleitet. Okay, warte, wir müssen noch ein paar Dublonen suchen. Hier mal eine. Bei der Walze, hier auf der Bank. Dann haben wir 20 Stück. Dann können wir sich hier nochmal den Leuchtturm anschauen. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was bereits vorgefallen ist. Werte Passanten, anlässlich der Abwurfaktion einer Schnellimbisskette möchten wir Sie bitten, sich weder gewaltsam Zugang zu verschaffen, noch an der Fassade hochzuklettern. Es besteht Unfallgefahr. Küstenwache Rocky Beach. Das Flugzeug. Flugzeug, wo? Dublonen gut, Oh. Möwenkleckse schlecht. Okay, das heißt, Dublonen rein, Möwenkacke ausweichen. Das erinnert mich an die Flummis, die ich bei der einen Geschichte vom Dach holen musste. Mein Gott. Geschafft, Soll alle mal drin. einer sagen, ich hätte mich für unseren Stadtstreicher nicht ins Zeug gelegt. Mir stehen die Schweißperlen auf der Stirn hier. Haben wir unser Säckchen ganz schön voll gemacht. Dann gehen wir mal zurück zum George. Huhu. Bitteschön. Da, bitte. Randvoll mit Dublonen für Fastfood und Softdrinks. Einlösen kannst du sie aber selber, oder George? Schalt einen Gang runter, Peter. Du hast mir tatsächlich den Tag gerettet, nachdem mich dein komischer Kerl abgezogen hat. Geht's auch etwas genauer? Schieß mal los, red hier nicht in Rätseln. Den ganzen Vormittag habe ich gebraucht, um einen Beutel bis zur Gänze mit Dublonen zu füllen. Da tauchte dieser Mann auf, den du Silber nennst, sprach mich höflich an und war, wie ich, Feuer und Flamme wegen der Dublonen und der Aussicht auf eine Mahlzeit. Durchaus möglich, dass der Gegenstand unter seinem Tuch ein Vogelbauer war. Ich schlug ihm vor, gegen eine kleine Unkostenerstattung bei der Suche nach Dublonen behilflich zu sein. Plötzlich war er wie ausgewechselt. Ein anderer Mensch! Ich hörte noch: Blackbeard, der Pirat! Er stieß mich beiseite, entriss mir den Beutel und eilte davon. Am alten Strandweg, hinterm Leuchtturm. Ja, wurde es mir zu viel. Schließlich habe ich eine Aufsichtspflicht, was den Schuppen betrifft. Tut mir leid, dass Silver auch dir übel mitgespielt hat. Ich wünschte, du wärst eher mit der Sprache rausgerückt. Jetzt ist er bestimmt über alle Berge. Dieser Silver hat zwei Gesichter. Ein harmloses und das eines Getriebenen, der finstere Absichten hegt. Sei also gewarnt. Wir werden uns in Acht nehmen. So, Shadow, unser Fragezeichen ehrenhalber. Sieht so aus, als könnten wir Silver nicht mehr einholen.
Du meinst, wir sollen nicht aufgeben? Zumindest wissen wir, dass er Blackie tatsächlich bei sich trägt und den alten Strandweg genommen hat. Da bin ich ewig nicht gewesen. Damit will ich nicht sagen, dass wir aufgeben. Der Weg führt die Küste entlang, nach Norden. Was schlägst du vor? Spurensuche wieder aufnehmen? Weißt du was, Shadow? Du drückst dich verständlicher aus als Justus und hast eine bessere Spürnase als Bob. Ziehen wir also weiter. Kompliment, okay. Das heißt, wir müssen wieder Richtung Leuchtturm. Und jetzt den schönen neuen Weg hier entlang. Weit und breit keine Spur von Silver. Oder doch? Ihr Lieben, danke an alle. Wir hatten Erfolg. Eine einstweilige Verfügung konnte den Werbeflieger stoppen. Cynthia Knight, Grow Future, Grow. Gut. Sieht aus wie ein alter Wegweiser. Auf zum Lager des Roten Piraten. Ein spannendes Erlebnis für die ganze Familie. Das Lager des Roten Piraten? Das liegt Meilen von hier entfernt. Daran nagte schon damals der Zahn der Zeit. Als Kinder waren wir trotzdem beeindruckt. Ist klar, hätte mir auch gefallen. So, schauen wir sich mal ein bisschen um hier. Keine Ahnung, ob sich Silva an Vorschriften hält. Vermutlich wird er nicht riskieren, den Bauarbeitern aufzufallen. Shadow. Was ist denn, Shadow? Hast du etwas entdeckt? So, Shadow hat was gefunden. Und was er gefunden hat, zeige ich euch beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss.